Willkommen zurück da draußen, meine lieben Zuschauer. Weitere Folge Alt ist live, Arma 3. Mit dabei ist Dimitri, a.k.a. Noscare. War doch episch, oder? War doch so fucking episch. Vor, als wenn dir Hulk Hogan angesagt wurde, Alter. Ja, hallo. Ah, ja. Und Rowdy Roddy Piper ist leider gestorben letzte Woche. Was echt schade war. Einer meiner Heroes beim Wrestling. Oh. Dann Rest in Peace? Ja, man, Rest in Peace, definitiv, ey. Ja, wir sind weiterhin hier mit den Rebellen und. Nein, das sag ich mal Rebellen. Das sind keine Rebellen. Doch, wir sind Rebellen. Die Banditen müssen wir töten. Wir sind Rebellen. Und unsere Mission ist gerade eben hier diese Rebellen zu töten. Christian, wir beide müssen jetzt Rebellen abknallen, ne? Ja, Banditen. Ah, Banditen, ey, immer verwechsel ich das. Oh mein Gott, Ralf. Banditen, genau. Ich werde mal ganz kurz mit den Leuten im Auto reden, ne? Meine Kollegen aus dem Auto, haben wir denn ein Ziel vor die Augen, wo ich kann schießen drauf? Bis jetzt haben wir noch keins für Rekrut, aber wir machen uns gerade auf den Weg Richtung Drogendealer und Banditenlager Atira und da werden wir bestimmt schon Ziele finden. Alles klar, das sind erstmal mal was. Alles gut. Und ansonsten die Polizei, das zählt auch. Alles gut, wie fahren die hoffentlich hinterher? Ich weiß nicht, geben die Polizeikollegen doppelte Punktzahl? Nein, die Polizeikollegen geben keine doppelte Punktzahl. Eigentlich geht die Polizei weniger Punkte, weil eigentlich ist das ja ganz in Ordnung, was die hier machen. Die stoppen ja auch Banditen. Okay, ich bin neu in diesem Geschäft, deswegen ich frage eine dumme Frage. Entschuldigen Sie bitte, mein Kollege. Ja, gar kein Problem, Rekrut. Wir kümmern uns jetzt hauptsächlich darum, dass wir hier Banditen von der Straße holen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir Zivilisten illegale Güter wie Drogen abnehmen. Okay, habe ich verstanden. Ist immer besser zu haben eine Pizza als eine Droge, nicht wahr? Richtig, denn wir wollen ja nicht, dass unsere Zivilisten hier irgendwas Illegales machen. Die sollen lieber legal unterwegs sein, das ist besser für sie. Genau. Habe ich dieselbe Idee. Sie wissen, gute Pizza ist immer besser als eine schlechte Marihuana. Ja, haben Sie recht. Also Christian, ich habe mich gerade mit Ihnen unterhalten, habe dir nur gesagt, so, dass meine Pizzen besser sind als Marihuana. Und das fand ich auch gut. Und Cops töten ist nicht so gut wie Banditen töten. Also Cops sind auf der Seite der Rebellen. Das bedeutet, wir sind so nicht zwar die Outlaws, aber wir sind immer noch auf der guten Seite. Ja, wir suchen auch das Verbrechen zu bekämpfen, nur halt auf unsere eigene Methode so, nicht hier die staatliche, ne? Ja. Ey, bei mir sagen die auch die ganze Zeit, Achtung, Spektakel oder irgendwas. Ich soll hier irgendjemanden sehen, aber ich sehe keinen. Also wir sind nicht mehr zusammen unterwegs, ey. Nee, also ich sehe auch keinen hier. Wir fahren jetzt gerade zum, so wie ich es mitbekommen habe, zum Drogenhändler. Und da werden wir wahrscheinlich uns postieren und dann irgendwelche Banditen töten. Gut, Herr Maria, Herr Rekrut, wir haben hier schon was. Bereiten Sie sich vor. Alles klar. Okay, ich muss mich vorbereiten. So, anhalten, ja, bitte, anhalten, der Zermark. Dann müssen Sie bestehen bleiben. Okay, ich habe mir gesehen, den Typen. Bist du auch da bei dem Zermark? Achso, dann warst du doch hinter mir. Ja, aber das ist ein Zivilist, hat er gerade gesagt. Ja, er könnte auch Ton dabei haben. Aber bitte aussteigen. Ich habe auf jeden Fall ein Visier. Ja, das fallen Schüsse. So, einmal raus aus dem LKW und die Hände über den Kopf. Ich habe ihn auf jeden Fall ein Visier, das ist ein Kopf. Okay, Royal, gut. So, einmal bitte an irgendeinen von uns, das ist egal, die Schlüssel für das Auto. Alter, ich bin voll angespannt, Mann, Christian. Wieso das? Ein bisschen auch, ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, Ziel auf ihn. Wir wollen ihnen nichts klauen, oder beziehungsweise so, wir wollen nur überprüfen, ob sie etwas Illegales dabei haben. Also allgemeine Verkehrskontrolle, geben Sie bitte Ihre Schlüssel her. Ihren LKW dürfen Sie behalten. Dann kann ich ihn aber auch aufschließen. Wir nehmen lieber die Schlüssel. Wir nehmen die Schlüssel, so komm. Gebe sie einfach Schlüssel an irgendeinen von uns. Kollege Chef von der Bande, darf ich die Gespräche führen mit dem Mann aus der Auto aus? Den Stauraum gucken, wenn wir die Schlüssel nicht haben, also rück den Schlüssel her. Wem denn? Wir können nicht fucking in den Schlüssel. Egal. Kann ich haben die Schlüssel für die Auto? Du hast schöne Auto, kann ich haben die Schlüssel bitte?
Tauschen wir einmal die Schlüssel gegen eine Pizza, okay? Ist ein guter Plan, oder? Kollege, guter Plan. Pizza gegen die Schlüssel? Ja, guter Plan. Genau. Kannst du, willst du haben eine Pizza, kannst du haben gegen die Schlüssel, okay? Wir sind total nette Freunde. Wir passen auf, dass ihr gute Fahrt, nichts so illegal. Sie. Okay, habe ich hab bekommen jetzt irgendjemand die Schlüssel? Habe ich gerade bekommen, muss als ich geben. Sponsor hat sie. Habe ich kurz, muss kurz Pizza zurückgeben. Muss man ihr Wort halten, ne? Kollege, weißt du? So, ich gebe dem Typen mal erst eine Pizza. Eine Hawaii. Die will sowieso keiner. Habe ich gegeben, kurz Hawaii, mag sowieso kein Mensch. Jungs, der ist es nicht wert, wir rücken ab. Warte mal, ich gerade den Kofferraum auf. Hat die Kollege dabei die Tabakblüte? Ja, das können Sie ihn lassen. Gut, ist erlaubt, mein Freund. Das dürfen Sie weiterfahren. Alles klar, danke. Entschuldigen Sie bitte diese Unterhaltung, aber lassen Sie sich gut schmecken die Pizza Hawaii, okay? Guten Tag. Dankeschön, guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Hopp, hopp. Hopp, hopp, los, los, los. Meine Kollegin in die Auto, muss ich noch... Ich bin wirklich verrückt hier. Warte, ganz kurz. Muss ich noch lernen? Ich habe immer nur die mit Kontakt mit den Kunden. Deswegen bin ich immer sehr freundlich zu den Leuten, die ich kennenlerne. Ja, das ist gar kein Problem. Aber nehmen Sie einfach das nächste Mal, wenn Sie einen Banditen haben, mit dem wird höchstwahrscheinlich der Tauschhandel Pizza gegen Schlüssel nicht funktionieren. Okay. Habe ich die aufmerksam, habe ich gelernt, habe ich gehört. Danke für die Anweisung. Es gibt ein Heli bei uns, ne? Oh. Kollege in die Auto, dieser Helikopter ist besetzt mit Leuten. Haben Sie gesehen? Ja, das haben wir schon im Blick. Wir gucken, ob der hinter uns her ist. Ja, der ist hinter uns her. Ja, der ist fahrend hinter uns her. Soll ich schießen auf die Helikopter? Habe ich in die Visier, kann ich schießen? Nein, noch nicht schießen, er hat noch keine Anzeige gemacht, deswegen warten. Okay. Geht's auch aus dem Visier raus, kann ich nicht mehr schießen? Okay, habe ich wieder in die Visier? Christian, die verfolgen uns, die Helikopter, ne? Da sind ein paar Leute drin. So, raus, raus, raus! Die schießen auch. Wer schießt denn? Okay, ich habe keine Ansage bekommen. Unsere Leute schießen. Oh mein Gott. Okay. So, sie können schießen. Zurück schießen. Auf die Helikopter? Wir sehen die. Ja. Nix sehen die Helikopter. Dimitri, geh in Deckung. Okay, Dimitri, pass auf, geh mal in Deckung. Bin ich. Geh einfach hinter die Mauer, also ich bin ganz hinter der Mauer gerade. So Jungs, geh die weg, Ralf, rein hier. Komm, Achtung, Auto, warte, bin ich da in die Auto. Ist gerade jemand gestorben? Ich weiß nicht, von uns, hoffentlich nicht. Bin in die Auto. Okay. Jetzt ist Ralf kaputt. Wo steht er denn? Keine Ahnung. Ah, oben auf dem Dach, oben auf diesem Berg. Oben auf diesem Berg. Ja, ich habe keine Waffe dafür, also. Kann ich nichts machen? Echt, ja, ich merke schon, wir werden gerade abgeknallt hier. Hätte ich hier schon längst weggerotzt. Kollege, was ist los? Okay, da ist einer auf jeden Fall schon tot von uns. Scheiße. Ja, sind einige tot. Die wurden schon gerade abgeholzt. Aber ich sehe keinen. Einer von links kommt auch noch einer. Wie von links? Auf der Straße oder was? Am Berg? Ja, ja. Oder? Also ja, irgendwie von der Richtung kamen auch gerade Schüsse. Ah, shit, Mann. Ich bin hier voll allein, so.
Ja, ich bin jetzt nicht anders, ich habe nicht mal eine Waffe. Also ich habe ja gehofft, dass ich jetzt irgendwie den Kumpels was abnehmen kann, die gestorben sind, aber die sind so auf der Straße gestorben, da komme ich nicht ran. Okay, alle, ich bin hinter der Mauer. Gott, die wurden alle abgestartet von denen. Ja, das bin ich. Okay, fuck, Alter. Okay, ich bin wieder hinter der Mauer, ich renne erstmal weg. Ich bin zu gefährlich, ey. Ja, da wo du gerade hingerannt bist, dass du nicht erschossen wurdest, ist eigentlich schon echt ein Zufall, mein Freund. Ja, ich bin gesprungen. Weil die sitzen nämlich oben direkt auf dem Berg, die hätten nicht voll treffen können. Ja, und ich bin gesprungen, wie gesagt. Versuch auch mal rumzukommen. Nee, geh nicht aus, bleib da, wo du bist. So, nee, ich bin jetzt auch hinter der Mauer, hinter der großen. Okay, sehr gut. Geh mir den Berg runter, da bin ich. Ja. Lauf einfach zurück in diese Stadt runter. Ja, mach ich auch. Boah, fuck, wollen wir. Okay, seh dich. Rechts runter, andere Richtung. Ist so rechts, okay, sorry. Genau, siehst du mich? Na, steht ja hier um keine Gruppe, so. Komm runter in die Stadt hier. Siehst du dieses weiße Gebäude da unten? Ja. Dann lauf da mal hin. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich bleib hier, ich geb dir Deckung. Ihr sitzt gleich hier hinter so einem. Ah, da bin ich, genau. Ja, ich sehe dich schon. Okay. Okay, wir gehen jetzt zu dem Haus da runter und versuchen dann von da aus auf den Mauern zu zielen, ne? Lauf weiter, steh auf. Steh auf. Die haben alle weggesnackt, das ist ein Rebellenteam, Alter. Siehst du, ja, die schießen auf uns. Okay, hinlegen. Wir haben keine Stamina mehr. Ich hab noch, deswegen. Okay, ich muss liegen bleiben. Ich kann hinter dem Haus auf jeden Fall verstecken. Aber ich glaube, dem Infrarot oder Nachtsicht, eins von beiden, ne? Versteck dich im Haus, Mann. Versteck dich im Haus. Und zieh bitte oben auf die Mauern so, ob da irgendwen siehst du. Ja, ich guck da gerade so, deswegen, aber wenn ich jetzt ins Haus gehe, sehe ich gar nichts. Ich hab zum Glück keine Leuchtsturmmunition. Nee, haben wir beide nicht. Nachtsichtgerät, Alter, scheiße. Du hast auch nur eine Pistole, kann das sein? Mhm. Oh, fuck, Alter. Jetzt wäre ich längst tot, ich weiß dir. Ich hab weiß, ja nur gesehen, ja, von wo die geschossen haben. Ich wollte schon die ganze Zeit auf einen Helikopter schießen, aber ich durfte nicht, ey. Ich hatte im Auto gefragt, so, ey. Und ich hab ganz genau gewusst, es gibt Terror, ey. Ich hätte den scheiß Typen aus dem Helikopter rausgeschossen, ey. Da ist einer. Bist du das? Ich lieg hier immer noch in der. Nein. Schieß drauf. Nein, bin ich nicht. Ich seh ihn. Bin tot. Nee, ich bin getasert worden. Waren das Cops? Ja. Nee, oder? Die haben aber alle getötet. Hallo, warte, nicht mit mir reden. Warum sie. Hä? Nicht mit mir reden. Ah. Warum sie mich tasern? Hallo. Warum? Was soll passieren? Hallo. Ja, warum? Ich habe nichts gemacht. Hier ist Sperrgebiet. Ja, nicht Sperrgebiet, wir wurden angegriffen. Wo ist denn der Typ? Ich habe keine Ahnung, wo ist dieser Mensch? Ich habe echt keine Ahnung. Der hat mich getasert und ist dann weggerannt. Hast du? Ich bin tot. Warum denn? Boah, ey, was für Assis ist denn hier los? Jetzt muss ich was einfach 5 Minuten warten, bis irgendwas passiert, so in 9, oder? Ey. Das ist für eine YouTube-Aufnahme richtig nice, ey. Also ich habe keine Ahnung, was passiert ist gerade so. Waren es wirklich nur Rebellen so, ey, die uns so getötet haben? Ich habe keine Ahnung. Nee, also jetzt war gerade ein Kopf. Ja, deswegen bin ich ja total verwirrt, so was hier los ist, ey. Ja. Okay, GR Nexus hat jemand getötet, der war mit uns im Auto gesessen. Okay. Also Leute, da draußen an den Bildschirmen, ich habe jetzt selber keine Ahnung, was gerade passiert. Und wir müssen einfach warten so. Ich habe einfach keine andere Wahl. Deswegen muss Christian jetzt irgendwie was erzählen. Okay. Dann haben wir Schiff öffnen. Ja, ich weiß, da ist immer ein Schiff, du Penner. Und ich habe keine, das ist nervvoll, ey. So eine Scheiße. Lauf, Dimitri, ja, du bist gut. Ja, wir sind leider beide tot, ey. Leider. Alfonso ist gestorben. Alter, was ist denn da los? Lauf, Dima, ich kann nicht laufen. Ja, eigentlich war es ganz geil so, aber ich hab nicht verstanden, so was gerade passiert ist. Das war das Einzige, was mich gerade ein bisschen irritiert. Ja, das war wirklich ein bisschen strange. Ja, ich hätte den Helikopter sofort runtergeschossen, Mann. Ich hab die ganze Zeit auf den Piloten gezielt. Na gut. Ich hab meine Pizzen verloren, so. Das ist vielleicht ein bisschen kacke, so. Alter, deine Pizzen? Ich hab noch eine. Ja, ess sie. Ess die Pizza. Ja, also Leute, was sollen wir da sagen? So, ich bin auf jeden Fall... Dich und mich.
Ja, er verwirrt so, ey. Das war echt schade so. Ich habe diesen Typen, wo du gesagt hast, so, pass mal auf, da rennt einer runter, dann wollte ich den treffen und dann hat dieser Typ getasert, ne? Dann bin ich Ja, der kam runtergelaufen, von hinten. genau, und dann sagte er, hier ist eine Sperrzone und dachte mir, okay, gut, das ist ein Cop, deswegen renne ich da auch runter und dann war ich tot. Ich wurde sofort erschossen, wie ich da unten war. Also das ist noch auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Replay-Bedarf, weil ich nicht ganz genau weiß, warum ich jetzt gerade getötet wurde. War wirklich komisch, ja. Falls Mann, die ich stehe hier Zuschauer, gefesselt. ja, zum Glück, Mann, ich bin tot. Ich kann mich gar nicht bewegen, ich kann einfach nichts machen. Wobei du auch wahrscheinlich, ne? Jetzt wird wieder geschossen. Wenn die, ja, ich höre es auch, danke, ich liege neben dir. Falls die Zuschauer wissen, oh, warte mal hier. Warlord Kratz wurde von auch Nexus getötet. Nice, Mann, Nexus hat schon zwei getötet. Nexus ist nicht schlecht, ey. Aber kann der reviven? Ja, Getreckt. get wrecked, ihr Schweine! Ja, sehr interessant so. Ich bin mal gespannt. Aber Getreckt. ich denke aber nicht, dass die Jungs reviven können. Das ist, glaube ich, nicht. Und leider ist auch dunkel, ey. Verdammt, Christian. Das war auf jeden Fall, wir hätten es. Es ärgert mich so, dass ich nicht immer die bessere, dass ich nicht die Chance bekommen habe zu schießen, so. Den Helikopter hier. Ja, vor allen Dingen, dass ich keine Waffe gekriegt habe. Ich hätte die alle weggerotzt. Ich habe genau gesehen, von wo die geschossen haben. Du brauchst Geld? Ja, nee, darum ging es ja gar nicht so, aber dass die mir keine Waffe gegeben haben. Alter, ich habe einfach die schwächste Waffe bekommen ever so. Ich habe Ja, nicht die hätten mir irgendwas schon Geiles gereicht, dass bekommen. ich die weggerotze so. Ja, aber ich durfte nicht schießen, Mann. Ich hatte die im Visier so. Ach so. Spul zurück in diesem Video. Sperrgebiet aufgehoben. Was? Ja, das hat damit zu tun dann. Ach so, okay. Boah, diese amerikanische Tastatur immer, ey. Okay, West. Okay, das Hast du mich Problem eigentlich ist. noch in-game? Nee, wa? Nein. Das Problem ist, dass du nicht West spawnen kannst, weil du keine Rebellion-Center hast, ne? Und ich kann es noch nicht mehr schreiben, ey. Dimitri hat keine Rebellen-Lizenz. Ja, da draußen, liebe Zuschauer, was sollen wir denn machen in so einer Situation, um euch weiter zu unterhalten? Ich möchte euch auch nicht langweilen, aber ich würde jetzt auch ungern die Folge hier beenden. Automatisch freigelassen. Wer wurde automatisch freigelassen? Du? Okay, Ich? dann versteck dich sofort. Geh zum. Achso. Meine Leiche liegt unter Kann ich dem dich nicht Haus. Genau, recken das bin irgendwie? ich, genau, das bin ich, das bin ich, das ist meine Leiche. Weiß ich, kann ich dich nicht irgendwie recken? Ja, mit I. Drück I so. Da muss man eine Waffe looten können. Nee, nicht. Du kannst keine Leiche plündern. Na, dann war's es. Dann schaufeln würde ich. Oh krass, Mann, du bist am Start, so. Wie geil ist das denn, ey? Oh Gott, was würde ich darum geben, dass ich du wäre, Wollen wir kurz Account tauschen? ey? Ja, Relog. Steck mal dein Mikro an, wieder neu ein und aus. Oh Mann, ey, Scheiße. Leute, ey. Gut, ich höre einen Heli. Ja, das war aber nicht unserer. Das war der Heli von denen, glaube ich, ey. Gerbert hat geschrieben, das waren Cops. Das glaube ich auch. Waren Ich Cops, Leute. glaube auch, Ja. dass uns Cops gekillt haben. Oh, er war so knapp, ich habe ihn fast abgeknallt. Es war so knapp Ja, gerade. mach RP, Langsam. mach RP. Ich sehe es genau. Du bist genau bei mir. So, mach RP, mach RP. Bitte, dann sehen wir jetzt irgendwas. Mach mal auf Dimitri und sag denen, du hast meinen Kumpel getötet. Ah, oh, stell das Haus ab! Nein, es haut ab! Sag, du musst zu der Leiche zurück, Christian. Sag, du musst zu der Leiche zurück. Christian, bitte. Geh zur Leiche zurück. Sag, mach irgendein P draus, ey. Ah, oh, stell, der redet gerade im Kopf, ey. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Ich kann nicht antworten, ey. Crap, Leute, ey. Ah, oh, Mann, ey. Ja, Leute, da Christian tot ist und ich jetzt sowieso respawne, wird die Folge so ein bisschen kürzer. Es tut mir leid, dass es wirklich so geendet hat, aber mich jetzt hier beim mir beim Sterben zuzugucken, ist wahrscheinlich auch nicht so geil. Deswegen eine Folge unter 20 Minuten, es tut mir leid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe mit allen wieder zusammen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten denkt an, Kinguin supportet mich. Link in der Videobeschreibung. Schaut auf Facebook vorbei und auf Twitter. Und ja, schade für diese Aufnahme. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und Christian ist, glaube ich, gerade hart im Papier gefangen.
Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich kann es respawnen. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao.